Guten Morgen zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ihr seht jetzt schon, das ist ein bisschen eine andere Umgebung, als ihr es normalerweise gewohnt seid. Und das liegt daran, dass die DFS heute ihren Recruiting Day hat, der wie im letzten Jahr jetzt im Mai stattfindet. Und es geht hier vor allem darum, neue Bewerber zu finden und den Leuten einfach mal den Campus vorzustellen, das Leben der DFS hier als Auszubildender und auch verschiedene Aspekte aus der Unternehmenszentrale und aus der Akademieleitung, die sich hier vorstellen. Ich möchte euch heute einfach mal mitnehmen und einen Eindruck vermitteln, was hier alles heute passiert und hoffe, dass es euch gefällt. Ich starte jetzt einfach mal mit einer kleinen Führung durch all die Räume quasi, die heute präsentiert werden an alle ca. 2000 Besucher, die wir heute hier am Campus sehen. Hey! Ein bisschen was dazu erzählen, was heute hier auf dem Campus alles gezeigt wird. Um 9.30 Uhr werden die Besucher hier ankommen und es gibt dann verschiedene Führungen. Zum einen werden viele Leute dann sich das Center drüben angucken von der Besucherkanzel aus, wo man quasi von oben einen Blick über das gesamte Center hat. Außerdem gibt es Simulatorführungen, wo die Leute sich den Center sowie den Tower Simulator angucken können. Das werdet ihr dann nachher, werde ich euch auch mal mitnehmen, werdet ihr dann auch noch mal sehen. Und außerdem gibt es dann hier verschiedene Präsentationen. Wir haben einmal eine FFH-Bühne von dem Radiosender, der das Ganze ein bisschen an die Öffentlichkeit tragen soll. Und außerdem gibt es verschiedene Präsentationen von der Akademieleitung und verantwortlichen Personen hier zur Ausbildung selber, zum Ablauf, aber auch zu Bewerbungsverfahren und zu dualen Studiengängen, IT-Studiengängen, alles, was die DFS hier so anbietet und im großen Rahmen heute hier präsentiert werden soll.
So, jetzt wo wir im 3D-Simulator waren, im 120-Grad-Bildschirm, gehen wir jetzt einmal in Tower Sim 3D1. Das ist der mit der 360-Grad-Leinwand, der auch in Dokumentation über DFS öfter gezeigt wird. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal mit hinnehmen, dass ihr ein paar Einblicke bekommt, wie dort die Arbeit dann so abläuft. Gehen wir noch in einen Center-Simulator, der sich BASIM nennt, also Basic-Simulator. Und der ist eine vereinfachte Form von dem New-Sim, den wir vorhin die ganze Zeit gesehen haben. Und da werden die Lotsen in den ersten 5 Monaten an der Akademie trainiert, um einfach mal so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie es sich anfühlt, im Center-Simulator zu sitzen. Und den möchte ich euch jetzt zeigen. Ja, und das war ja auch schon der Recruiting Day 2019. Ich hoffe, dass ihr ein paar coole Einblicke gewinnen konntet. Was ich sehr cool fand, ist, dass man viele verschiedene Leute kennengelernt hat mit vielen verschiedenen Stories, Motivationen und Hintergründen. Ich hoffe, dass wir als DFS euch dazu bewegen konnten, euch zu bewerben. Es ist wirklich ein breites Berufsfeld, was die DFS anbietet. Es macht mega Bock, hier zu arbeiten. Deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen. Ich freue mich natürlich immer über Fragen, die ich euch beantworten kann in den Kommentaren oder schreibt mich direkt an, ob es zur Ausbildung ist, zum Auswahlverfahren oder zum Recruiting Day selber, falls ihr nicht da sein konntet. Bis zum nächsten Video. Haltet die Ohren steif, ich freue mich auf euch. Bis dahin.